Hallo, ihr Hübschen. Also wer jetzt keinen Witz mehr hat, also 6000 Witze, das gibt es auch in Rot. Ich weiß aber nicht, ob da wirklich die gleichen Witze drinstehen wie hier, weil ich mein 6000 Witzebuch, was ich in Rot hatte, also so rötlich, wo so ein kleines Männchen drauf war, leider nicht wiedergefunden habe. Vielleicht liegt das ja bei meinen Eltern irgendwo im Haus oder ich habe es wirklich verkauft oder verschenkt oder weggeschmissen. Was auch immer damit passiert ist, das habe ich mir jetzt bei eBay ersteigert. Also nicht ersteigert, naja, war irgendwie so 1 Euro, 2 Euro. Und in diesem Witzebuch stehen halt Lustiges über Lehrer, Ärzte, Kinder, Verliebte und vieles, vieles mehr. Steht zumindest hinten drauf. Ich lese jetzt keinen Witz vor, weil ich hatte das ja schon mal. Ne? Also ich meine, das Büchlein vorgestellt, glaube ich, ein bisschen. Ich lese da immer mal drin, wenn ich mal nichts zum Lachen habe. Oder blöde aufstehe und sage so, gibt es hier irgendwie einen Witz, was mich vielleicht zum Lachen bringt? Manchmal funktioniert es auch nicht, weil irgendwie, ja, wenn man so betrübt ist, an einem frischen Regenmorgen, heute scheint die Sonne ein bisschen hier, hilft es auch nicht. Aber wenn man dabei bleibt und jeden Morgen davon was liest oder auch manchmal die gleichen, wird man irgendwann mal anfangen zu lachen. Zumindest habe ich das so bei mir. Also ich wünsche euch viel Spaß bei 6000 Witze. Und wenn ihr noch irgendwelche anderen witzigen Bücher für mich habt, wo Witze drin stehen oder ältere oder neuere Büchlein, könnt ihr gerne mal hier kommentieren und mir Bescheid geben. Vielleicht ist das ja was als Morgenroutine zum Ablachen. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst euch gut gehen und viel Spaß bei diesem Buch. Dieses dicke Ding.